Abschiebung unmöglich. In Deutschland gibt es inzwischen Zehntausende Geduldete. Die Bundesagentur für Arbeit fordert eine bessere Förderung von Flüchtlingen. Detlef Scheele sieht Nachholbedarf bei geduldeten Flüchtlingen. Quelle: Daniel Karmann, Deutsche Presseagentur. Geduldete Flüchtlinge sollten nach Vorstellungen des Vorstandschefs der Bundesagentur für Arbeit, BA, Detlef Scheele, die Chance erhalten, sich besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten. Geduldeten Flüchtlingen, deren Abschiebung unter anderem aus gesundheitlichen Gründen unmöglich ist, sind diese Kurse bisher weitgehend verschlossen.